Hi, ich bin Robin. Schön, dass du reingeklickt hast. Denn jetzt geht es um 5 Gründe für den Einstieg in die Elektromobilität. Und diese 2 schicken Autos hier helfen uns heute dabei. Wir sehen uns natürlich auch die Kosten im Vergleich Verbrenner und Elektroauto an. Und ich kann jetzt schon sagen, du wirst überrascht sein. Fakt ist, 2021 war ein Rekordjahr für die Elektromobilität. Mit 355.961 verkauften Modellen, um genau zu sein, erzielten batteriebetriebene Elektroautos einen Marktanteil von satten 13,6%. Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Verkaufszahlen damit um 83,3% gesteigert werden. Wahnsinn! Ich kann das natürlich total gut verstehen, denn ich fahre selbst seit über 5 Jahren voll elektrisch. Und es gibt wirklich viele gute Gründe, warum Elektromobilität immer mehr an Beliebtheit gewinnt. Die 5 wichtigsten habe ich für dich vorbereitet. Und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam genauer an. Grund 1. Niedrigere CO2-Emissionen und weniger Schadstoffe. Das Thema Nachhaltigkeit liegt natürlich auf der Hand. Und das gehört für viele zu den wichtigsten Aspekten, sich für Elektromobilität zu entscheiden. Nur eine Sache verunsichert manche vielleicht noch. Die CO2-Belastung durch die Produktion der Batterien. Warum diese Sorge zum Glück unberechtigt ist, erzähle ich dir später. Denn im Vergleich zu einem Verbrenner, egal ob Diesel oder Benziner, produziert ein Elektroauto während der Fahrt keine Abgase. Aber weißt du auch, dass das Laden schon jetzt klimaneutral sein kann? Mit 100%igem Ökostrom im NBW Hypernetz an den hauseigenen Stationen der NBW. Für jede geladene Kilowattstunde wird an anderer Stelle garantiert eine Kilowattstunde aus erneuerbaren Energien eingespeist. Mehr Infos dazu und die Angebote der NBW habe ich dir in der Infobox unterhalb des Videos verlinkt. Ja, mit einem Elektroauto kommst du klimaneutral ans Ziel. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere zu Recht sagen, es wird aber nicht jede Ladesäule mit 100%igem Ökostrom betrieben. Das stimmt. Doch selbst wenn an Ladesäulen der sogenannte deutsche Strommix geladen wird, haben Elektroautos gegenüber Verbrennern in Sachen CO2-Bilanz auch dann noch die Nase vorn. Der deutsche Strommix ist die anteilmäßige Aufteilung der Energieträger, aus denen der Strom erzeugt wird. Ziel ist es, den deutschen Stromsektor bis 2035 komplett auf erneuerbare Energien umzustellen. Also komplett klimaneutral. Wer sich also für ein Elektroauto entscheidet, kann die Welt grüner machen. Angebote für Viellader findest du übrigens auch in der Infobox unter dem Video. Nachgehakt. Aber schauen wir uns die Ökobilanz Elektroauto versus Verbrenner nochmal genauer an. Hier die 2 Autos, die wir miteinander vergleichen werden. Das Elektroauto Tesla Model 3 und der Mercedes C220D mit Dieselmotor. In Sachen Leistung und Verbrauch sind diese 2 Modelle gut vergleichbar. Packen wir also ihren CO2-Rucksack. Die CO2-Bilanz auf 100 Kilometer. Der Tesla verbraucht auf 100 Kilometern etwa 19 Kilowattstunden. Der Mercedes verbraucht auf 100 Kilometern durchschnittlich 5,95 Liter Diesel. Die CO2-Emissionen berechnet das Umweltbundesamt folgendermaßen. 428 Gramm CO2 pro Kilowattstunde beim Laden mit dem deutschen Strommix in 2021. 2,65 Kilogramm CO2 pro Liter Diesel plus nochmal 30% Aufschlag für Förderung, Raffinierung des Erdöls sowie Transportwege des fertigen Diesels. Summa summarum wird der Unterschied im direkten Vergleich jetzt schon deutlich. Aber hier das Ergebnis, wie hoch die CO2-Emission ist, die die Modelle pro 100 Kilometer verursachen. Der Tesla verursacht pro 100 Kilometer 8,1 Kilogramm CO2. Der Mercedes verursacht hingegen 19,47 Kilogramm CO2. Das ist mehr als doppelt so viel. Machen wir weiter und kommen zu Batterieherstellung auf dem Prüfstand. Kritiker der Elektromobilität bemängeln die aufwendige Produktion von Akkus in Elektroautos. Natürlich schauen wir auch im direkten Vergleich auf die CO2-Bilanz, bevor beide Autos vom Band fahren. Es sind nur wenige 10.000 Kilometer, die der Mercedes eine bessere Bilanz hat. Schon dann gleicht der Tesla dank seiner emissionsfreien Fahrt, wie wir gerade gelernt haben, den anfänglichen Vorteil des Mercedes direkt schon wieder aus. Und danach fällt die Herstellung der Akkus gar nicht mehr ins Gewicht. Auch beim E-Auto lässt sich CO2 einsparen, wenn wir beim Kauf darauf achten, dass die Größe der Batterie zu unseren Bedürfnissen passt. Denn größere Batterien benötigen in der Herstellung natürlich auch mehr Rohstoffe.
Ich finde den direkten Vergleich spannend und hilfreich. Was meinst du? Hinterlass uns doch mal gern deine Meinung in den Kommentaren. Bist du auch überrascht, dass die Bilanz von Elektroautos so viel besser ausfällt? Grund 2. Niedrigere Kosten für Anschaffung, Laden, Unterhalt und Versicherung. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema, doch beim Autokauf geht es vor allem auch um den eigenen Geldbeutel. Klar, immer wieder wird kritisiert, dass Elektroautos um einiges teurer sind als Verbrenner. Aber ist das wirklich so? Der direkte Vergleich unserer Modelle zeigt, nein, das Argument ist total überholt. Unser Tesla hier, also das Model 3, kostet knapp 49.900 Euro. Allerdings fördert der Bund dieses Modell mit einem Umweltbonus von 7.500 Euro, die dann natürlich nochmal abgezogen werden können. Bleibt dann ein Preis von 42.400 Euro. Der Mercedes aus der C-Klasse, das Modell 220D, wird ab 42.360 Euro angeboten. Einen staatlichen Bonus gibt's da nicht. Jetzt geht's um den Umweltbonus. Die Förderung der Bundesregierung. Beim Kauf eines Elektroautos zwischen 40.000 und 65.000 Euro übernimmt der Bund 7.500 Euro. Für Fahrzeuge unter 40.000 sind sogar 9.000 Euro drin. Allerdings gibt es auf dem Elektroautomarkt inzwischen ein sehr breites Angebot für jeden Geldbeutel. Von hochklassigen Limousinen, wie das Tesla Model 3, bis hin zu günstigeren Modellen, sogar unter 25.000 Euro, wie beispielsweise der Dacia Spring Electric. Hier lässt der Automarkt wie bei den Verbrennern auch fast keine Wünsche offen. Noch günstiger wird es mit einem gebrauchten Elektroauto. Apropos gebrauchtes Elektroauto. Der Markt gebrauchter E-Autos, der wächst und ein Blick in die Angebote lohnt sich immer. Wenn du dich für ein gebrauchtes Elektroauto interessierst, habe ich ein paar Tipps für dich, worauf du bei dem Kauf achten solltest. Die wichtigsten Infos dazu findest du gebündelt in einem Artikel, den ich dir in der Infobox verlinkt habe. Jetzt wissen wir, dass Elektroautos in der Anschaffung inzwischen mit vergleichbaren Verbrennern gleichziehen. Aber wie sieht es mit Unterhalt und Versicherung der Elektroautos aus? Ich habe mal ein paar wichtige Kostenpunkte zusammengetragen, die zeigen, dass Elektroautos auch hier wieder mal die Nase vorn haben. 40-70% weniger Wartungskosten, also erheblich günstiger sind Elektroautos. Sie haben weniger Verschleißteile wie beispielsweise Kupplung, Getriebe, Kühler, Motoröl, Lichtmaschine, Anlasser, Zündkerzen, Auspuff. Um Gottes Willen, so viel Zeug. Außerdem bekommst du bis zu 10 Jahre Befreiung von der Kfz-Steuer und danach erfolgt die Besteuerung nach Fahrzeuggewicht. Es fallen 10-20% weniger Versicherungskosten an. Ein Elektroauto hat eine höhere Lebensdauer durch deutlich weniger bewegliche Teile und langlebige Antriebskomponenten. Ich gebe mal ein kurzes Beispiel. Im aktuellen Tesla Model 3 Standard Range Plus werden LFP-Zellen verbaut. Diese sind auf bis zu 10.000 Vollzyklen ausgelegt oder anders übersetzt für 4 Millionen Kilometer. Außerdem bekommt ihr längere Garantiezeiten. Die meisten Hersteller bieten auf Antrieb und Batterie 8 Jahre an oder 160.000 Kilometer. Übrigens, mit der sogenannten THG-Quote kannst du mit deinem Elektroauto sogar noch Geld verdienen. Was du weniger an CO2 verbrauchst, kannst du anderen gegen Geld übertragen. Mehr zu diesem Thema findest du wie immer in der Infobox. Grund 3. Mehr Fahrspaß und Komfort. Wer gerne Auto fährt, der wird Elektroautos lieben, da sie unglaublich komfortabel sind und vor allem richtig viel Fahrspaß bringen. Elektroautos haben gegenüber Verbrennern krasse Vorteile, die vermutlich nur diejenigen kennen, die schon mal ein Elektroauto gefahren sind. Eine Probefahrt lohnt sich immer mit garantiertem Aha-Effekt. Weißt du eigentlich, was das sogenannte Elektroauto-Grinsen ist? Nein, das nicht. Das Elektroauto-Grinsen. Das Elektroauto-Grinsen zeigt den Fahrspaß beim Beschleunigen in einem E-Auto. Der sportliche Tesla Roadster beschleunigt sogar in 1,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Mit diesem und anderen Modellen rankt Tesla im Vergleich zu den Verbrennern in der Liga von Porsche, Bugatti und Ferrari. Auch wenn nicht alle Elektromodelle so eine beeindruckende Beschleunigung haben, zeichnet alle Elektroautos ein besonderes Fahrgefühl aus, das definitiv Lust auf mehr macht. Die volle Kraft der Elektroautos ist immer sofort verfügbar und das bei einer Lautstärke, dass du nebenbei in aller Ruhe deinen Lieblingspodcast hören kannst. Meiner Meinung nach haben Elektroautos auch in Sachen Komfort absolut die Nase vorn.
Die Klimaanlage und Heizung beim Elektroauto funktioniert ohne, dass der Motor laufen muss. Schon vor dem Losfahren kann man praktisch in der App das Fahrzeug vorwärmen oder vorkühlen. Und dann sind zum Beispiel im Winter auch gleich die Scheiben eisfrei, wenn man losfahren möchte. Kein Kratzen und kein Frieren. Beim Verbrenner funktionieren Heizung und Klimaanlage ja erst mit Zünden des Motors. Den Stopp an der Tankstelle kannst du dir beim Elektroauto im Gegensatz zum Verbrenner eigentlich sparen. Abgesehen von einer Urlaubsreise kann das Elektroauto immer dann laden, wenn es eben gerade nicht gebraucht wird. Zum Beispiel während einer Shoppingtour oder während der Arbeit. Am bequemsten jedoch, während du schläfst an der heimischen Wallbox. Ein Stopp an Tankstellen ist mit einem Verbrenner unumgänglich. Hier sind wir auf Öffnungszeiten angewiesen und müssen täglich mit neuen Benzin- und Dieselpreisen rechnen. Was ich beim Fahren mit meinem Elektroauto besonders genieße, die Stille. Das ist für mich Komfort pur. Selbst auf der Autobahn sind weder Motor noch Beschleunigungsgeräusche zu hören. Da kann man sich in Ruhe unterhalten oder Musik in normaler Lautstärke hören. Das ist einfach genial. Also ich finde, in Sachen Fahrspaß und Komfort hat das Elektroauto mehr Pluspunkte, als viele vermutlich zunächst erwartet hätten. Ich kann nur sagen, mach doch einfach mal eine Probefahrt und lass das neue Fahrgefühl einfach mal auf dich wirken. Machen wir weiter und kommen zu Grund 4. Weniger Verkehrslärm. Die Reduzierung des allgemeinen Verkehrslärms ist ein echtes Argument für ein Elektroauto. Lärm ist, bemerkt oder unbemerkt, eine starke Belastung für jeden von uns. Wissenschaftlich ist seit Jahren bewiesen, dass Lärm der Gesundheit schadet. Verkehrslärm begünstigt unter anderem Bluthochdruck und Schlafstörungen. Elektroautos können den Geräuschpegel in der Stadt deutlich reduzieren und damit eben einen positiven Anteil leisten auf die Gesundheit. Im Stand verursachen Elektroautos so gut wie keine Geräusche. Nur in der Fahrt hört man lediglich die Abrollgeräusche der Reifen. Auch beim Anfahren und Beschleunigen gibt es beim Elektroauto keine aufheulenden Motoren oder scheppernden Auspuffe. Übrigens, weil Elektroautos so leise sind, stehen sie auch immer mal wieder in der Kritik. Und deshalb müssen sie unter 20 km/h einen Sound machen. Ein kleiner Gedanke dazu. Könnte es vielleicht sein, dass Elektroautofahrer auch deshalb entspannter sind, weil sie in der Fahrerkabine weniger Motorlärm hören? Das wäre doch vielleicht auch mal eine Studie wert. Naja, auf jeden Fall will ich deine Meinung dazu hören. Schreib das mal in die Kommentare. Bin gespannt, was du darüber denkst. Weiter geht's mit Grund 5. Das passende Auto für jede und jeden. Ob Cityauto, Sportwagen oder ein Familienvan, der mit einer Reichweite für den Urlaub ausgestattet ist, die Auswahl an Elektroautos lässt inzwischen fast keine Wünsche mehr offen. Die Experten für Elektromobilität der NBW haben für die Qual der Wahl ein Programm entworfen, das dir hilft, das perfekte Elektroauto für deine Bedürfnisse zu finden. Dieser sogenannte E-Auto-Finder ermittelt das Ergebnis aus über 50 aktuellen E-Auto-Modellen. Den Link habe ich dir natürlich in der Infobox hinterlegt. Die Nutzung in dem NBW E-Auto-Finder ist anonym. Im Grunde beantwortest du nur ein paar einfache Fragen zu deinem Fahrverhalten und deinen Wünschen, wie die Größe deiner Familie, die Orte, an denen du den Strom laden würdest und über das zur Verfügung stehende Budget. Und im Anschluss erhältst du eine Auswahl an Modellen, die zu deinen Ansprüchen passen. Perfekt, um eine Vorauswahl zu treffen. Hier also mein Fazit. Es gibt viele gute Gründe für den kontinuierlich wachsenden Anteil von Elektroautos in unserem Straßenverkehr. Ziehen wir mal Bilanz. Geringere Kosten in der Anschaffung, beim Laden und im Unterhalt. Es gibt sogar öffentliche Angebote für kostenloses Laden und günstiger wird es ja wirklich nicht mehr. Laden ist auch zu Hause möglich, dank einer Wallbox. Außerdem gibt es steuerliche Vorteile und Förderungen vom Staat. Übrigens, das Thema Reichweitenangst, das noch viele beschäftigt, ist längst überholt. In Sachen Reichweite haben Elektroautos längst aufgeholt. So gibt es für jeden Bedarf bereits das richtige Modell. Bei der Entscheidung für ein Elektroauto tust du nicht nur was Gutes für dich selbst und für deinen Geldbeutel, sondern du investierst auch in nachhaltige Mobilität. Mit der Elektromobilität reduzieren wir die CO2-Bilanz und drosseln den Lärm im Straßenverkehr. Kein Wunder also, dass auch die Automobilhersteller ihre e-mobilen Flotten immer weiter ausbauen und es mittlerweile das passende Auto für fast jedes Nutzungsverhalten gibt. Das war's dann auch schon wieder. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like da. In weiteren Folgen haben wir viele weitere spannende Themen rund um das Thema Elektromobilität. Also schau unbedingt mal vorbei. Bis bald, tschüss. La la la.